Damit kommen wir zur achten und letzten Arbeitsgruppe, die der Frage nachgegangen ist, was sind aus Ihrer Sicht die größten administrativen Hindernisse bei den Agrarumweltmaßnahmen? Ich begrüße ganz herzlich Dr. Holger Hennies. Hennies, wo kommen Sie her? Ja, schönen guten Tag. Ich komme aus der östlichen Region Hannover, habe da einen Ackerbaubetrieb, inzwischen mit fünf anderen Landwirten zusammen, also insgesamt sind wir fünf, bewirtschaften da 700 Hektar von 20 Bodenpunkten bis 100 Bodenpunkte, also das ganze Sortiment vom Sand bis zum Lössleben, alles dabei. Ja, was sind bei Ihnen die wichtigsten Punkte gewesen? Sie haben jetzt als letzter das Thema, ein bisschen undankbar, das Kontrollrisiko, steigendes Kontrollrisiko steht hier. Was ist damit gemeint? Was der Kollege eben zum Schluss auch noch gesagt hat, dadurch, dass ich diese Agrarumweltmaßnahmen mache, komme ich ja in zusätzliche Loströpfe rein, was die Kontrolle angeht. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich kontrolliert werde, wird sehr viel größer und die Kontrollen sind sehr spaßfrei. Also die Anforderungen an die Genauigkeit, die sind so extrem. Also es muss nicht nur, die Fläche muss nicht nur da sein, sondern sie muss auch genau exakt an dem Punkt sein, wo ich sie eingezeichnet habe, und zwar auf die vierte Nachkommastelle genau. Und das ist das Problem. Das ist auch die bringt auch niemand was, diese übertriebene Genauigkeit. Also ob ich nun 100 A habe oder ob ich nun 100,01 AA habe, das ist für den Landwirt und für den Naturschutz relativ egal, aber es wird halt kontrolliert und es muss kontrolliert werden. Und ob ich die Fahrspur, die ich dann noch da habe, rausgemessen habe, in der Fläche genug da habe, aber trotzdem da nicht hätten sein dürfen, wo sie nun gerade optisch sind, das kann ich dann selber teilweise gar nicht beherrschen. Das heißt, es ist ein System geschaffen worden, was je mehr Gutes sie tun für Biodiversität, umso stärker kommen sie in die Kontrollmühlen rein und umso eher werden sie dafür bestraft. Genau, und das erleben wir auch, dass Landwirte sagen, wir machen sogar diese Blühstreifen als Agrarumweltmaßnahme, aber wir geben die im Greening als normale Greening-Verpflichtung an, aber wir verzichten auf die Agrarumweltmaßnahme, weil wir genau in diese Tretmühle nicht hinein wollen. Mhm. Und das heißt aber insgesamt, das Potenzial an anderen Landwirten sagen, nee, dann machen sie es lieber gar nicht, ist noch viel, viel größer. Also so schaffen wir keine Akzeptanz für solche Agrarumweltmaßnahmen. Was müssten wir tun? Da steht ja die nicht ausreichende Kombinierbarkeit von Greening und Agrarumweltmaßnahmen. Was müssten wir da als erstes, die ersten wichtigen Maßnahmen tun, um genau das zu verbessern, damit diese Verknüpfung besser gelingt? Also einmal die finanzielle Kombinierbarkeit, das wurde schon angesprochen, aber auch zum Beispiel die Fristen müssen gleich sein. Also nach Agrarumweltmaßnahme darf ich zum Beispiel in Niedersachsen bis zum 15. April aussehen, nach Greening nur zum 31.3. Das passt schon mal nicht zusammen. Und solche Ungereimtheiten müssen da einfach weggeschafft werden. Das System muss insgesamt für den einzelnen Landwirt vor Ort eindeutiger sein. Also dass er weiß, in meiner Region ist die Vorgabe so und so und die kann ich auch erfüllen und die kann ich auch einhalten. Aber nicht, dass ich da mit 10 verschiedenen Fristen operieren muss und dann überlegen muss, was gilt denn für mich, an welche Flächenvorgaben muss ich mich halten. Das macht die richtigen Probleme. Und da brauchen wir eine ganz andere Form der Umsetzung und auch der Gestaltung der Maßnahmen, als das bislang gemacht wird. Also das versucht das europaweit von oben herunterzubrechen, das funktioniert auf die Dauer nicht. Hm. Auf der anderen Seite arbeiten ja auch Landwirte bundeslandübergreifend. Wir haben hier bei der Agrarumweltförderung, ist das Ländersache. Steht uns da der Föderalismus auch im Weg für Landwirte, die jetzt an Grenzen arbeiten? Das sind ja auch Tausende, die davon betroffen sind. Ist das auch ein Problem? Also das macht es auf jeden Fall nicht einfacher. Also dann, wenn ich vor allem, ich muss mich ja eben auch gerade, weil das finanzielle Risiko so hoch ist, also ich bin für jeden Fehler, den ich mache, bin ich in meinem Betrieb mit 6.000 Euro dabei. Egal, für jeden kleinen Fehler. Da muss ich auch die Gewähr haben, dass ich das ordentlich mache und ich muss das leisten können. Und da brauchen die Betriebe auch mehr Hilfe und Unterstützung, dass sie diese Vorgaben auch erfüllen können, dass sie die Maßnahmen haben, die sie erfüllen können und dass sie die auch einsetzen und dass die auf ihre Betriebe, egal auf welcher Seite der jeweiligen Grenze sie wirtschaften, auch zugeschnitten sind. Und das müssen, da brauchen wir ein anderes System, wie das umgesetzt wird. Zweiter wichtiger Punkt war bei Ihnen, dass sich Agrarumweltmaßnahmen auch lohnen müssen. Hier steht die fehlende finanzielle Anreizkomponente. Was würden Sie sich da wünschen an der Stelle? Ja, allein schon, ich hatte es bei mir schon gesagt, das finanzielle Risiko, erstmal 6.000 Euro stehen jedes Mal auf dem Zettel und dafür habe ich kein mehr. Also ich kriege meine Auflagen ausgeglichen, mein Betriebsleiterlohn ist erstmal schon mal ganz außen vor und das heißt, ich brauche zumindest so einen Anreiz von 20% oder 25%, um so eine Maßnahme überhaupt auch administrativ durchführen zu können in meinem Betrieb, sonst ist das ein reines Zuschussgeschäft und das macht man in einem gewissen kleineren Rahmen, aber auf die Dauer, wenn wir wirklich für den Naturschutz was erreichen wollen und können wollen, dann muss das auch ein Betriebszweig werden können für einzelne Betriebe, die sagen, ja, ich mache Naturschutz, ich mache das auch gerne und ich mache auch viel mehr, als ich müsste, aber das will ich auch von der Gesellschaft bekommen, dass ich das für andere mitmache und das...
Und dadurch würde der Naturschutz auch insgesamt, auch in den landwirtschaftlichen Betrieben, ein wesentlich positiveres Image bekommen. Also so ist es ja so, je mehr ich mache für den Naturschutz, desto größer wird die Kontrolldichte, desto mehr Auflagen bekomme ich. Ich werde jedes Mal dafür bestraft, dass ich im Naturschutz erfolgreich bin. Ich habe die geschützten Arten, erzeuge ich auf meinen Flächen, aber werde dadurch benachteiligt, weil ich am eher in Gefahr laufe, in ein Naturschutzgebiet reinzugeraten, in eine sonstige Ausweisungskulisse. Und das muss umgedreht werden. Wenn ich mehr mache, muss ich auch mehr dafür haben. Das könnten die Länder ja beispielsweise in ihrer Prämienkalkulation relativ leicht bearbeiten, indem sie die Kalkulation so machen. Die Zahlen kann man für jeden beliebigen Betrieb konstruieren, damit sich das lohnt. Warum wird das eigentlich nicht getan? Es ist schon relativ schwierig, das dann auch vor Ort umzusetzen, also als Land zumindest. Also dann brauchen wir auch ein anderes Konzept, ähnlich wie wir es in der Wasserschutzberatung haben, dass man sagt, wir entwickeln die Maßnahmen dann in ihrer konkreten Ausgestaltung vor Ort, machen da auch die Vertragsabschlüsse und auch die Kontrolle gleich vor Ort. Und ich kriege es als Paket sozusagen von denen auch noch geliefert, wo und wie ich sie am besten umsetzen kann. Dann wird es für immer mehr Leute auch interessant und dann bleibt es auch handelbar. Dann ist einfach die Möglichkeit, das dann so zu gestalten und auch von den finanziellen Anreizen her, dass es auch passt, ist da wesentlich größer, als wenn ich das versuche, von Europa dann langsam nach unten runterzubrechen und die Länder müssen das dann irgendwie organisieren. Aber das passt dann eben für die bestimmten, für den Raum, für den Naturraum, passt es dann irgendwann nicht mehr. Das halte ich für extrem schwierig, diese Variante. Also da gibt es auf jeden Fall noch Handlungsbedarf, in jedem Fall. Der dritte Punkt, den Sie erarbeitet haben, ist ein bisschen sperrig. Einbindung der landwirtschaftlichen Kompetenz bei einer ergebnisorientierten Maßnahmengestaltung. Holla, was verbirgt sich dahinter? Ja, ich habe eben im Vorgriff schon darauf hingewiesen. Die Landwirte müssen halt an der Entwicklung dieser Maßnahmen auch beteiligt werden. Und zwar auch schon im Planungsstadium. Und da schwebt mir halt so dieses Modell aus den Wasserschutzkooperationen vor, wo man wirklich auch die Maßnahmen gemeinsam entwickelt mit den Naturschutzverbänden und dann auch sagt, diese Maßnahmen sind hier umsetzbar und da ist auch das Kosten-Nutzen-Verhältnis gegeben und meine Flächen, die ich da habe, die bleiben auch weiterhin mein Eigentum, die kriegt nicht jemand anders, sondern ich mache auf diesen Flächen das, was für den Naturschutz wichtig ist. Das verstehen wir darunter. Das heißt, wir müssen bei der Gestaltung von politikbegleitenden Maßnahmen zur Biodiversitätsförderung in der Praxiseinbindung schon viel früher bei der Genese und Entwicklung der Maßnahmen einsteigen. Das ist Ihr großes Petitum. Genau, das fordern wir und das wünschen wir. Und da hoffen wir auch, dass wir bei der Politik dafür offene Ohren finden und auch in den Ministerien, die ja nun leider nicht mehr mit ihrer Spitze vertreten sind. Das ist auch ein bisschen ärgerlich, so als Landwirt gesehen. Das stört mich dann doch schon so ein bisschen. Vielen Dank, kann ich verstehen, dass Sie da waren und Ihr Gewissen präsentiert haben. Herzlichen Dank.